In Italien beginnt nach 4 Jahren der Prozess um den Einsturz der Morandi-Brücke in Genua, bei dem 43 Menschen ums Leben kamen. Die Brücke, Teil einer wichtigen Autobahn zwischen Italien und Frankreich, wurde von einer privaten Autobahngesellschaft im damaligen Besitz der industriellen Familie Benetton betrieben. Für mich ist es verblüffend, dass die Familie Benetton, der größte Aktieninhaber von Autostrade per Italia, diese bestimmte Haltung einnahm. Sie haben sich nie entschuldigt. Sie hatten immer eine defensive Haltung. Unserer Meinung nach war diese Verhaltensweise schon immer inakzeptabel. Unter dem Druck und der Empörung der Bevölkerung hat die Familie Benetton im vergangenen Mai ihre Anteile der Firma an den Staat abgegeben. Insgesamt 59 leitende Angestellte und Techniker der Firma Autostrade, die fast die Hälfte des Autobahnnetzes des Landes betreibt, wie auch die Ingenieurfirma, die für die Instandhaltung zuständig war, sind wegen Totschlag angeklagt. Die Ankläger sind überzeugt, dass die Direktoren sich des Risikos eines Einsturzes bewusst waren. Durch eine außergerichtliche Einigung mit der Staatsanwaltschaft, die eine Zahlung von 29 Millionen Euro an den Staat vorsieht, können die beiden Firmen dem Prozess entgehen.